Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört auf dem Weg zur Terrasse und da gehen wir jetzt hin. Ach komm, wir rennen mal, das geht doch, oder? Ne, geht nicht. Wir dürfen hier drin nicht rennen. Wird hier gerade Schießtraining veranstaltet? Ja, sieht so aus. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walford seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julia, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julia Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Oh, wir dürfen schießen. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Drücken Sie L, B, um nachzuladen, wenn Sie versuchen. Und durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht andersherum. Was zum Teufel können wir hier? Einen englischen Freund von mir treffen, Julia. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Ja, auf das müssen wir nicht mehr schießen. Auf das noch. Und als letztes noch auf das. Dazu müssen wir aber ein paar Schritte gehen. So. Haben wir alle. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Aber trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Gott, dauert das Nachladen lange. Bam. Bam. Ah, so ein Pech. Nochmal. Ja, okay, laden wir mal kurz nach. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran, trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Okay, probieren das nochmal. Also. Bumm. Das geht so nicht. Bumm. Wir müssen ja jetzt schon wieder nachladen. Ach Mann! So ein Pech. Nochmal. Weiter geht's, mir wurscht. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Waffe. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir.
zwei Klingen. So will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Wo ist denn hier ein Heuhaufen? Ach da. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Bewegen Sie sich zwischen zwei Zivilisten. Ach so, jetzt müssen wir hier... Ach, das ist jetzt quasi ein Tutorial, oder wie? Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Zeigt ihr es uns? Na, ist ja klar. Zack. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Zack. Unwiderstehlicher Ip. Wunderbar. Okay, gut. Jetzt haben wir denen gezeigt, was wir drauf haben. Kann das jetzt weitergehen? Ja. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Ah, jetzt wird's interessant. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen.
Jetzt wird das Ganze doch langsam hochinteressant. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her, seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums. Und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Und wieder 90%, ich schaffe echt nicht mehr, aber eins davon schaffe ich immer. Die hatten echt gut Geld in der Tasche übrigens. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Ja, das habe ich mitbekommen. So, wir kümmern uns erstmal um unser Schiff. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Lauf!
machen wir das. Sehr schön. Ach, wir haben jetzt auch Pistolen. Der Typ hat die uns echt geschenkt. Das ist ja nett von dem. Alles klar. Weiß ich jetzt. Aber wir rüsten mal on default unsere versteckten Klingen aus. Ach, das sind Waffenbrüder? Okay. Hochachter-Sperrgebiet. Ups. Dann gucken wir, dass wir hier wegkommen. Na komm. Hopp. Wunderbar. Oh, Shanti, kriegen wir den? Easy eigentlich. Ja. Oh lol. Der ist schneller als gedacht. Na komm. Na komm. Almost. Egal. Drauf geschissen, kümmern wir uns um unser Schiff. Okay, erst um die Truhe und dann um unser Schiff. Okay, jetzt ist er doch hier kämpfen. Ah, nein, scheiße. Ah, nein, 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 nein. Okay, dich kontern. RIP. Zack. Haben wir alle. Sehr gut. So, dann können wir uns jetzt hier um die Truhe kümmern. Na komm. Zack. Und dann kommen wir hier wieder raus. Jetzt aber ab zu unserem Schiff. Endlich wissen, was es damit auf sich hat. Das ist doch einfach Bonnets Schiff. Ach so, ich dachte, wir könnten jetzt hier irgendwas Lustiges machen. Das kommt dann wohl noch, schade. Kommen die Nomons noch? Aber es können? Weil wir es können. Und dann ist da noch ein Aussichtspunkt. Ah ne, der ist noch ein Tacken weg. Aber das, da holen wir uns noch. Oh, Himmel, sind da viele Wachen. Einfach durchrennen. Easy, so. Da ist das Fragment. Das kriegen wir. So, komm.
Sehr gut. Dann holen wir uns jetzt noch das Fragment und dann machen wir Schluss für heute. Oh, da ist noch eine Truhe auf dem Schiff. Die holen wir uns auch noch. Wow. Nicht so hastig, Kollege. Einfach nur die Truhe daneben. Danke. Was, wie viel war da gerade drin? 900, habe ich das gerade richtig gesehen? Geil. Ja, ja. Guten Morgen, Duncan. Und den sprechen wir im nächsten Part an. Bis dahin, ciao. Let's go.